Hi Leute, weiter jetzt mit Let's Retro Pokémon, die silberne Edition. Wir sind hier in Viola City und angeln jetzt erstmal, Leute, denn das haben wir damals hier vergessen. Nicht einmal angeknabbert. Wieder nicht geknabbert. Nicht mal angesehen. Aber jetzt, da hat etwas angebissen. Ein Carpador. Level 10 männlich. Ja, also Hupplupf ist leider noch ein bisschen schwach. Physisch gesehen. Hupplupf ist gut im Zermürben. Da hat ja wieder etwas angebissen. Ein weibliches Carpador Level 10. Weg ist es. Nicht mal angeknabbert. Wieder nicht geknabbert. Hey, wo ist mein Köder hin? So eine Frechheit. So, Leute, dann geht es hier links gleich weiter, denn auch hier hatten wir vergessen zu angeln. Ja, da hat etwas angebissen. Ein Carpador. Level 10 weiblich. Hupplupf erreicht Level 26. Juhu! So, und dann noch mit V-Senior. Dann ist Golbert jetzt wieder dran mit Erfahrungspunkte bekommen. Greg ruft an. Greg? Winder, guten Abend. Ich bin's, Greg. Hast du eine Minute Zeit? Das Käferturnier findet heute im Park statt. Winder, willst du teilnehmen? Bis später. Das ist eine sehr gute Frage, ob ich teilnehmen werde oder nicht. Ich weiß nämlich tatsächlich gar nicht, ob ich den Sonnenstein in der goldenen oder in der silbernen Edition habe. Muss ich nachher nochmal nachsehen. Ein Carpador greift an. Level 10 männlich. So, dann machen wir mal das Fahrrad. So. Dann als nächstes, Leute. Ich würde jetzt, bevor ich weiter erkunde, würde ich gerne die Routine machen wollen, Leute. Überall sind Hindernisse. So, in Teak City. Doch, in Teak City müssen wir Magmas suchen, Leute. Das machen wir jetzt.
Davor werden unsere Pokémon wieder geheilt. Dann sehe ich auch gleich nochmal PC nach, ob wir den Sonnenstern in der 7. Edition haben. Und ob wir einen Sichler haben oder nicht, das sehen wir ja dann. So, aufnehmen. Ich habe keinen Sonnenstein. Ich muss also in der 7. Edition noch gewinnen. Das Sichler müsste ich aber in beiden Editionen haben. So, wie sieht's mit Pokébällen aus? Ich habe 10 Superbälle. Alles super. Machen wir mal eben das Fahrrad wieder zur Wahl. So, Leute, also, wir holen uns jetzt ein Magma. Abends leider nur 5% Chance, Leute. Das heißt, unter 20 Pokémon müsste ein Magma dabei sein. Ein Smogon! Level 16 weiblich! Los, Golbat! Superschall! Superschall trifft leider nicht, aber Giftwolke auch nicht. Jetzt Superschall! Dann Biss. Ist nicht mehr verwirrt, na toll. Dafür war's das jetzt. So, das erste Pokémon. Das zweite Pokémon. Level ein Smogon, Level 16 männlich. Smogon ist ausgewichen. Das dritte Pokémon ist ein Smogon, Level 16 männlich. Das vierte Pokémon ist ein Smogon. Level 14 männlich.
fast. Das fünfte ist ein Magma, Leute. Super. Level 14 männlich. Okay. Ich mache jetzt nur die ganze Zeit Blutsauger, mehr nicht, Leute. Ist nicht effektiv, das gefällt mir. Oh, Volltreffer. Der nächste Volltreffer würde es besiegen. Ich versuche es jetzt mal mit einem Superball, Leute. Ja, Magma wurde gefangen! Für Magma wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Magma, ein Brenner-Pokémon. Größe 1,3 Meter, Gewicht 44,5 Kilogramm, Nummer 126. Oben rechts ist der Fußabdruck. Die feurige Haut seines Körpers besitzt einen flackernden Glanz, der an die Sonne erinnert. Super, Leute. Das reicht mir ehrlich gesagt schon. Das weibliche Magma, das holen wir uns in der nächsten Routine. Eine rote Aprikoko, juhu! Eine blaue Aprikoko, super! Eine schwarze Aprikoko, toll! So, dann... haben wir hier... eine Eisbeere! Gehen wir mal kurz hier rein, hier haben wir einen PC. So, weg mit der schwarzen Aprikoko, mit der blauen Aprikoko und mit der roten Aprikoko. So, dann jetzt die Frage. Ja, wir fangen noch an, Leute. In 3 Minuten wäre zwar die Folge aus, aber egal, wir fangen noch mal an. Und zwar machen wir das wieder mit... machen wir das wieder mit Hubbelupf? Ja. Trotz des Levelunterschieds, Leute, ich glaube, Hubbelupf ist die bessere Wahl. Heute ist Dienstag. Das bedeutet, dass heute das Käferturnier stattfindet. Die Regeln sind einfach. Fange ein Käfer-Pokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käfer-Pokémon wird dann von der Jury bewertet. Möchtest du es einmal versuchen? Ja. Oh-oh. Du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Hubbelupf dann auswählen, dein erstes Pokémon. Bist du damit einverstanden? Ja. Gut, wir passen währenddessen auf deine anderen Pokémon auf. Die Pokémon von Winter wurden dem Turnierhelfer übergeben. Hier sind die Parkbälle für das Turnier. 20 Parkbälle erhalten, juhu! Wer das stärkste Käfer-Pokémon fängt, hat gewonnen. Du hast 20 Minuten Zeit. Wenn du keine Parkbälle mehr hast, ist das Turnier beendet. Du darfst das letzte Pokémon, das du gefangen hast, behalten. Los, fang das stärkste Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Ja, dann...
Ein Sichlor. Fangen wir. Level 14. Das wird sowas von gefangen, Leute. Lockduft. Wir haben schon einen Sichler, da oben ist es. Wir müssen es also nicht nochmal fangen. Das wird gefangen, Leute, dann wird das Turnier beendet, fertig. Ich glaube nicht, dass wir ein besseres Pokémon fangen können. Ja, Hubbelupf war definitiv die richtige Wahl. Hält auch... Oh, Volltreffer, aber hält trotzdem gut aus. So, ich werde es nicht fangen können, oder? Mal einen Ball werfen, Leute. Ich werde alle meine Bälle auf diesen Sichler werfen. Also, von dem her, vielleicht reicht das ja schon. Nein, aber fast. Problem ist... dass, wenn der nächste Attacker ein Volltreffer wird, ist das Sichler besiegt. Ja, gefangen, Leute. Super. Okay, das geht jetzt sehr schnell, Leute. Wir sind fertig. Wir bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Käfersammler Enno. Mit einem Safcon. Mit einer Punktzahl von 289. Zweiter wurde Picknicker Cindy. Mit einem Smetbo. Die Punktzahl ist 344. Der Gewinner des Käferturniers ist Winder mit einem Sichlor. Mit einer Punktzahl von 359. 15 Punkte mehr. Ja, in der Goldedition war es ein Punkt. Ein Punkt. Oh, es war so knapp. Winder gewinnt ersten Preis. Sonnenstein. Ja, ein Sonnenstein, Leute. Wir brauchen nur einen. Ab sofort ziehen wir auf den zweiten Platz. Ewigsteine. Nimm bitte auch das nächste Mal teil. Wir geben dir deine Pokémon zurück. Bitteschön. Spitznamen geben? Nein. Wow, du hast mich besiegt. Du bist sehr gut. Cindy. Du hast gewonnen. Das ist großartig. Hättest du Lust, mit mir auf die Suche nach Käfer-Pokémon zu gehen? Gerne. Enno. Ich glaube einfach nicht, dass ich beim Käferturnier verloren habe. Michael. Könntest du mir ein paar Tipps geben? Ich möchte deinen Stil erlernen. Guido. Das nächste Mal gewinne ich. So, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir brauchen nur einen Sichlor, also lassen wir das Sichlor wieder frei. Hier, da haben wir ein Level 13. Oh, in der Golden Edition war es genauso. Level 13, Level 14. Aber wir bleiben unserem ersten Pokémon treu, also... Moment mal. Magma hat ein Item. Okay, Sichlor freilassen. Ja. Ade, Sichlor. Okay, okay. Pokémon bewegen. Magma hat ein Item. War ich zweimal Ladybar? Ja, perfekt. Was hast du, Magma? Brandbeere. Das Gegenstück zur Eisbeere. Selbstheilung bei Frost. Das heißt, wir können den Eisheiler ablegen, Leute. Ich habe keinen Eisheiler. Ich habe hier einen Feuerheiler. Warte mal. Heilt Verbrennungen. Habe ich also den Eisheiler abgelegt und den Feuerheiler mit dabei gelassen? Erstmal unser Pokémon wieder. Vielen Dank für die Brandbeere, Magma.
Wenn ich eh gerade dabei bin, machen wir das doch so. Und Hubbelupf ist eigentlich Level 26 und muss hierher. Genau. Richtige Reihenfolge wieder. So, dann der PC. Ablegen. Feuerheiler. Nein, das war falsch. Ja, ich habe aus Versehen den Eisheiler abgelegt, Leute. Statt dem Feuerheiler. Naja, jetzt ist beides weg. Gut, Leute, dann speichern wir, denn die Folge ist für heute leider schon wieder um. Wir sehen uns dann morgen wieder in der goldenen Edition. Ciao!